Heute stellen wir Ihnen ein aktuelles Statement der Official Critical Care Societies Collaborative vor zum Thema Burnout-Syndrom bei intensivmedizinischem Personal. Burnout-Syndrom kann sich in allen Bereichen des Gesundheitssystems bei Mitarbeitern manifestieren. Das Burnout-Syndrom ist besonders häufig bei intensivmedizinischem Personal. Es entsteht durch eine Imbalance der persönlichen Eigenschaften eines Mitarbeiters mit arbeitsbezogenen Problemen und anderen organisatorischen Faktoren. Das Burnout-Syndrom hat viele negative Konsequenzen, wie zum Beispiel eine hohe Personalfluktuation, abnehmende Patientenzufriedenheit und auch eine unzureichende Behandlungsqualität. Das Burnout-Syndrom betrifft unmittelbar die psychische wie körperliche Gesundheit von Ärzten, Pflegepersonal und anderen Mitgliedern eines Behandlungsteams. Bisher wurde das Problem des Burnout-Syndroms und anderer psychologischer Probleme bei intensivmedizinischem Personal kaum thematisiert. Das vorliegende Statement ist das Ergebnis einer Initiative der Critical Care Societies Collaborative. Zu den Symptomen des Burnout-Syndroms, psychische und psychologische Symptome. Hier finden wir Frustration, Ärger, Angst, Verunsicherung, das Gefühl, nicht glücklich sein zu können, unprofessionelles Verhalten, Desillusionisierung, Hoffnungslosigkeit, fehlende Empathie und auch das Gefühl der Insuffizienz bei der Arbeit. Körperliche Symptome können sein Erschöpfung, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Verspannung, Kopfschmerzen und auch gastrointestinale Störungen. Risikofaktoren, die mit einem Burnout-Syndrom assoziiert sind, erkennen Sie hier auf dieser Abbildung. Wir haben hier natürlich die Umgebung der Intensivstation mit seinen belastenden Faktoren, personelle Zusammensetzung, zum Beispiel eine Understaffing, zu wenig Personal, auch Organisationsfaktoren können dazu beitragen, dass es zu einem moralischen Distress kommt, dass man das Gefühl hat, insuffizient die Versorgung vorzunehmen und auch eine Müdigkeit auftritt. Allesamt mündet das in ein Burnout-Syndrom mit den Folgen eines posttraumatischen Stresssyndroms und anderer psychologischer Symptome, auch häufiger Wechsel des Personals kann die Folge sein. Insgesamt kommt es auch auf der Patientenseite, die das irgendwie dann indirekt mitbekommen, zu einer abnehmenden Zufriedenheit und auch die Qualität der Versorgung, insgesamt der Behandlungsqualität, nimmt als Folge von Burnout-Syndromen ab. Mögliche Interventionen zur Prävention und Behandlung des Burnout-Syndroms, Intervention der Umgebung. Schaffung einer gesunden Arbeitsumgebung, Kommunikationstraining, adäquate Besetzung der einzelnen Schichten, Reduktion einer kontinuierlichen Dienstzeit bzw. Arbeitstage, das heißt Reduktion der Tage, die man am Stück arbeitet, Unterstützung der einzelnen Dienstgruppen und auch Einleitung einer Verhaltenstherapie können hilfreich sein. Teambasierte Interventionen wären ein regelmäßiges Debriefing, Einsatz strukturierter Kommunikationsinstrumente, Teambuilding und auch Training der zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Fokussierte Interventionen bei einzelnen Betroffenen können sein, zum Beispiel Stressreduktionstraining, Entspannungsübungen, Zeitmanagement, auch Trainieren eines Durchsetzungsvermögens, was häufig auch fehlt, Meditation, auch Maßnahmen zur Verbesserung der Work-Life-Balance können sehr hilfreich sein, Unterstützung von Hobbys, der familiären Situation und anderer sozialer Aktivitäten, Sicherstellung ausreichender Ruhezeiten, körperliches Training und auch eine gesunde Ernährung können als fokussierte Intervention sehr hilfreich sein. Interventionen zur Verbesserung der Risikofaktoren können sein, dass man in einer Intensivstation auch eine palliativmedizinische Beratung bzw. Unterstützung inkorporiert, regelmäßig es zu ethischen Fallbesprechungen und Beratungen kommen lässt, Therapieziele für jeden Intensivpatienten festlegen und auch sicherstellen, dass eine Familienkonferenz innerhalb von 72 Stunden nach Aufnahme auf die Intensivstation stattfindet. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation im Critical Care Medicine.